Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Bild, Ton, Kamera, Action, alles ist da. Und jetzt, will ich mal ganz kurz den Tropfhänger hier abmalen. Ich habe mal einen gefunden. Tropfhänger. Das war schon. So, ist ja eingezeichnet jetzt, ja, ne? Jo, sehr gut. So, und das... You were saying. I know. What's your name, miss? It's okay. Meredith. You're gonna be home soon, Meredith. And this will all be over. Thank you. Where in Annisburg? One of the mining cottages. if you get me to the main street, I can show you from there. Kriege. Okay. Just try to relax now. Yep. Das krieg ich hin. Hoffe ich. Wenn jetzt natürlich irgendwas dazwischen kommt, ich sehe leider nichts. So, das Spiel sagt eigentlich, ich soll da runterreiten, aber das will ich gar nicht, weil ich weiß, hier ist es etwas kürzer. Auch wenn der Weg hier etwas anders ist. Interessant, was hat es denn mit der Dame auf sich? Die muss ja irgendeine Rolle spielen eigentlich. So. Schon sind wir in Annisburg. Heute steht mal kein Zug im Weg. Das ist ja mal fabulös. Ich sehe mein Pferd. Steht das hier? Nee, kann nicht. Dann wäre es nicht grau, sondern weiß. Wo will der hinreiten, mal Spasti? Entscheide dich mal. Wir. Oh. Oh. Thank God. Which place is yours? Up at the top of the hill. It's near the blacksmith. Mona. Ma! Ma! Meredith? She's alive! Oh, she's alive! She saw some pretty bad things, I'm afraid, ma'am. Murphy Brute got it. Oh, my darling. How did you manage to? I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. Nein, komm. Oh, that's okay, ma'am. You just keep her warm and keep her safe. Ich darf mal entscheiden, Geld abzulehnen. Wow, das ist schon das zweite Mal. Mrs. Downs? Oh no. You leave me alone. You just leave me alone. Thanks, buddy. Mrs. Downs. Von ihrem Mann haben wir... Ich meine, von ihrem Mann haben wir die Tuberkulose. Ja, großartig. Die haben wir schon mal getroffen. Die hat dann gleich die Bullen gerufen. Deswegen war die Dame so wichtig wahrscheinlich. Damit wir nochmal auf Mrs. Downs treffen. How you get on? Okay. Found a girl. Took her home. Oh. You and Micah find anything? Maybe. I think maybe. I found our old friend Mr. Cornwall. You did? Yeah. He's buying a stake in the mine in Annisburg. Relentlessly ambitious fella, isn't he? Micah and I'll sniff about, see if he knows we're here, and exactly what his plans are. So, Dodge! Did you miss me? I found her drunk in Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back and drunk. The master, the Lord Molly, God Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn, I am in him. I ain't her or any of his stooges. Calm yourself. You don't owe me nothing. Miss. I don't owe you nothing.
Norton! Okay. I'll spit in your eye. I did. I told them. I'm sorry? Yeah, I told them, and I tell them again. Now I've got God's ear. You told who what? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery, and I wanted them to kill you. You did what? I loved you, you goddamn bastard! Go on, shoot me! She ain't worth it. You told on me! Oh, you're you not betrayed so big now, me! What? Just calm down. Arthur? She's a fool. Get her out of here. You know the rules! You're not so big now! Are we, Your Majesty? You... Whoa! She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you! Quit your lollygagging! Right. Get back to work! Kapitel 6, Beaver Hollow. Uff. Uff, uff, uff. Schreibe ich mir gleich mal auf. Da ist es wieder. Der Hirsch. Das Reh. Das Rehhirsch. Muss ein Hirsch sein, hat ein Geweih. Neuer Tagebuch. You're a nasty woman, Miss Crenshaw. A nasty woman. You think I wanted to shoot her? You seem to like it. I saw that beady look in your eyes. You're drunk again. And you're a fucking murderer. She broke the rules. She did no such thing. She was in love. You sour-faced old crow. Goddamn you. Murderer. Murderer. Okay. Jetzt drehen langsam alle so ein bisschen ab. Habe ich so die Befürchtung? Wie wäre es mal mit dem Outfitwechsel? Hatten wir schon lange nicht mehr. So zum Abschluss. Haben wir nicht einen Anzug gekauft? Revolverheld. Sommer. Winter. Schläger, Grobian, Rebell, Unschuld, Verfolger, wo ist denn? Whitmore, hier. Wir nehmen das. Und wir müssen schon wieder zum Friseur, wenn ich mir das angucke. Achso, Kopfbedeckung habe ich vergessen. Entschuldigung. Pirscher. Der Pirscher würde gut passen. Aber wir bleiben bei Arthurs Hut. So. Hey, Charles. You okay? I guess. I didn't really know Molly so well. Thanks for your help. Well, securing this lovely spot. Listen. We're here. And we are safe now. And that is the main thing. Listen to me. You have got to keep faith. You've got to. Now I know. I know. I miss Jose. I surely do. I miss every man and every woman
who fell. I do. And I would die in their place gladly if I could. This world is unkind. But it won't break me. Not while I have you by my side. We get some money and we can still... They won't catch me. They won't catch me. And I promise, whosoever stands by my side, they won't catch you neither. You awake? They won't. Okay. Das redet offensichtlich nicht selber. So, ich sehe gerade, der Hub passt leider überhaupt nicht zum Outfit. Deswegen müssen wir den nur... Tja. Gleich, ja. Dann nehmen wir mal einen anderen Hut. Der sieht auch nicht gut aus. Der passt wohl viel mal besser. Vielleicht sollten wir mal in ein Bekleidungsgeschäft hoppeln. So, jetzt können wir, glaube ich, auch John holen. Tja. Die gute Molly O'Shea. Oh, lots to do this morning. How are you feeling about Molly? I'm feeling she got exactly what she deserved. That's what I figured. Okay. Guess I'll leave you to it then. Whatever. Yes, hello. Morning. It'll be okay, Strauss. Okay? They shot Molly. And look at this place. It'll be okay. Anyway, I'll leave you to it. Well, yes. All right, then. Hope we have a better day. You okay, Tilly? Molly got what she deserved. Nearly got us all killed. Yep. She knew the rules. Okay. Das stimmt allerdings. Guess I'll see you later then. All right. All right, Arthur. Die hätte uns alle umbringen können. Wir sind hier. Untersuchen. Wie ist das? Umdrehen. Lesen. Ach, Miss Grimshaw. Na, schau mal einer, guck. Miss Hello. Grimshaw. Morning. What do you think we should do about Dutch? He has a lot of pressure on him. Don't forget all he's done for me. Ja. I ain't forgotten a thing. Well, I suppose. Aber der dreht ja langsam heftig am Rad, ne? Sag mal, schön ist das ja nicht mehr. Ja, natürlich wird der Eintopf. Der Eintopf wird immer gerade erst zubereitet. Oh, wir haben ein LS. Morning. How are you coping? Top of the world. Sieht man. We'll be alright. Yeah, yeah. Okay, der ist jetzt alles egal. So, hier können wir ein bisschen Schulden eintreiben, wie mir scheint. Oh, wer ist denn ED? Oh, Mrs. Downs. Hey. Können wir noch eine gute Tat vollbringen, wie mir scheint, bei Mrs. Downs. Aber wieso ist Strauss denn jetzt da? Der saß doch gerade eben noch da. Jetzt dann nicht mehr.
Morning, Arthur. So, here we are. I like what you've done with the place. As long as it keeps folk away, I don't care. Well, try to keep your head straight. All right. So, wir sind sehr wenige geworden, ne? Wie mir scheint. So, mal schauen, was er für uns hat. Mr. Morgan. Mr. Strauss. Herr Strauss. How are you? About how I look. Okay. Are you perhaps available for some work? Hmm. Debtors? Yes. I guess. Your commitment to your duties is admirable. You know, Mr. Morgan, you're... Well, I'm sorry for you. Huh? No, never mind. I didn't... Look, Strauss. You take care. I ain't dead yet. No, of course not. That's what I was saying. I... A debtor, Strauss. Who owes you money? Well, there's a deserter from Fort Wallace. Head to him first. They're looking for him out on the road near Three Sisters. Man's name is J. John Weathers. J. John Weathers. Then there's a miner over in Annisburg. He's called Arthur. Like you. Arthur Londonderry. Family man, desperate. You know the type. Couldn't one of the boys do this? I tried. They lacked your vigor. Vigor, huh? Alright. Take care, Mr. Morgan. Tu ich doch immer. Okay. Zwei Stück. Das hier wäre der erste. J. John Weathers. Und der andere ist unten in Annisburg. Aber den kann ich noch nicht aussuchen, weil er gesagt hat, ich soll erst zu zu J.J. Weathers. Der ist auch gleich in der Nähe. Das ist gar nicht so weit weg. Jetzt muss ich nur mein Hotel finden. Wo ist mein Zebra? Da ist mein Zebra. Morning. Moin. Ja, hier, moin. You okay? What is happening to us? Just make this place work, Pearson. For now. Was ist mit dem Pferd los? Mag es mich nicht? Anyway, I'll leave you to it. Okay, Mr. Morgan. Alles klar. Ach ja, Schulden eintreiben. Ein Deserteur. Der hier desertiert ist. Hier lang? Okay. Na dann, Mantau. Wie geht's uns denn? Ja, mittelmäßig, ne? Ich nehme mal kurz ein bisschen was zu fressen auf. Und ein bisschen Schlangenöl. So. Ja. Und dann wollen wir weiterreiten. Und mal ein paar Schulden eintreiben. Eintreibenderweise. Easy now. Wo ist der? Schon wieder. Be gone. Was hat er denn für ein Leiden immer hier? Den haben wir schon mal gesehen. Können wir auch nichts mehr machen, ne? Glaube ich. I'm in so much pain. He won't send me the message. He won't. Been here for years and nothing. Ja. Und wir haben mit dem schon geredet, ne? I don't think so. How do you know? How do I know?
I don't want to know. Was hat er hier gerade geknurrt? Jetzt geht er oder was? Na gut. Ja, dann auch schon wieder. Na, man trifft sich immer mindestens zweimal im Leben, ne? Ach ja. Ist mein Pferd eigentlich auch krank oder warum verliert das auch ständig alles? Ich meine, Ausdauer ist klar, aber... Jetzt ist auch ständig weg bei dem Gaul. Komisch, komisch. Ja. Egal, wir holen jetzt die Schulden. Ein bisschen flott. Flott, flott, flott. Weg da. Muss Schulden eintreiben. Ich glaube, John kriegen wir dann heute auch nicht mehr befreit. Vor allem nicht mehr in dieser Folge und in der nächsten mit Sicherheit auch nicht, weil wir jetzt erstmal wieder alles andere machen. Ach ja, immer viel zu tun, wenig Zeit, ne? Der war gar nicht so weit weg. Was ist denn los? Ist der Gaul dreckig oder was ist das? Mal gucken, wie der sich wehren wird. Moin. Ach, ein Jäger. Alles klar. Was sagen, warum rennt er hier so rum? Wieso reitet der nicht? Weil der da hinten so ein Tier drauf hat. Kann er doch trotzdem reiten, oder nicht? Ganz ruhig. Easy going. Und ein Fragezeichen. Ja, dann müssen wir erst hier hin. Und jetzt ist es weg. Irgendwo da unten. Ja. Mhm. Ist das jetzt weg, das Fragezeichen? Nee, ne? Nee, ist noch da, gut. Mitten im Hasengebiet. Wir reiten jetzt erst zum Fragezeichen. Fragezeichen sind wichtiger als feste Punkte, sag ich mal. Wie bewaffnet? Can you help? Wo bist du denn? Was hat er denn? Sir! Can you help me, mister? What's the problem? My goddamn horse got spooked and run off. Are you hurt? Not too bad, at least. But he took my damn leg. Sorry. He went that way, I think. His name's Buell. Buell? Second time a prick named Buell cost me a leg. Huh? Buell was my general when I lost it. Okay. Anyway, if you see an angry bastard of a horse with my wooden leg, I'd be real grateful. I'll bear that in mind. Mhm. In der Nähe? Interessanter Blick auf die Hütte auf jeden Fall. Da ist ein Pferdchen. Brauchen wir Wolf immer ein Lasso, denke ich mal.
There he is. Schön vorsichtig. Ja, easy. Come on now. Here we go. Come here. Okay. Come here. Was brauchen wir? Was denn jetzt? Meine Ausdauer lässt, ne? Mich Ausdauer. Whoa. Just come on. Calm down. Okay, muss ich anscheinend irgendwas nehmen? Das ist ja großartig. Ich weiß nicht, was Ausdauer wiederherstellt. Magenbitter. Und dann noch den Kern. Wir untersuchen mal kurz. Führen. Hätten wir gar nicht mit dem Lasso gemacht, machen müssen. Ich streichle den mal, ne? Jo. Guck mal, da ist das Bein. Hängt da noch drinne. Fabulös. He's just where you left him. Can't go far with that leg in your stirrup. Can't go bucking him like that. So you better be good, you hear? I get the notion he's not a man you want to cross. No matter how big and strong you are. Hauptsache, wurde sie nicht schon von irgendwelchen Wölfen gefressen. Holzbein-Harry. Wir nennen ihn Holzbein-Harry. Ich muss mir kurz einen Namen überlegen. Es ist Holzbein-Harry. Der Veteran Holzbein-Harry. So, wo ist er jetzt? Hängt der da noch an dem Ding rum? Oh. Kannst du nicht mal aufpassen? Meine Güte, außerdem will ich doch mal aufnehmen. Muss er jetzt nicht so reinplatzen? Was ist denn los mit dir, Weib? Hallo, lass mal das Licht an. You're right. He's a brute. Hey, Mr. Sinclair. Yeah, he's a great horse. Aside from when the devil got him. Hey, you want to hand me that leg there, please? And while you're at it, give old Buell a kick for me, would you? No, I'm only kidding. Thank you. Weren't but a snake that spooked him. You're a real gentleman, you know? Sometimes, maybe. Yeah, how'd you lose a leg? Oh, in the war. Cannonball. Pretty clean, though. I don't have much pain, and I didn't get any gangrene. Young boy went into battle with me. Got cut in half, so all things considered, I'm doing pretty well, I guess. Yeah, I guess. So, how is the false one? It's okay. I can still hunt, fish, enjoy the outside. Weren't sent too crazy by it. Anyway, I ain't got much to pay you with. You know, that's okay. You like fishing? You come with me someday. I know some pretty good spots. I'm
I'm a pretty poor fisherman. Yeah, well, I'm great, so between the two of us, we do okay. My cabin is right over on the other side of O'Cray's run there. Thanks again. You throw me again, you old dumb bastard, I'm gonna put a bullet in you. I'll see you again. Da drüben wohnt er. Okay. Nice. Der Veteran. Mission abgeschlossen. Sehr gut. Und damit ist auch die Folge vorbei. Deswegen sage ich mal, ich guck mal schnell, wie es dem Pferd geht. Anscheinend nicht so gut. Es ist sauer, verliert die ganze Zeit an Herz, komischerweise. Das ist sehr merkwürdig. Hier kriegst was von dem guten Zeug. So. Und ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein bei Red Dead Redemption 2 und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss.